Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Und technischen Fehlern, anders kann ich mal so ein bisschen den schwierigen Einstieg ins Spiel gar nicht erklären. Hinten raus, zweite Hälfte, erste Halbzeit und dann die zweite Hälfte mit ganz viel jungem Blut auf dem Platz, finde ich, haben wir es richtig gut gemacht, waren dann auch torgefährlich und stabil in der Defensive. Alles in allem sofort wieder ein ganzer Korb voll Punkte, die es zu verbessern gibt, aber das liefert eben nur das Spiel und alles in allem bin ich total okay damit. Hier im Trainingslager. Ich habe keinen von den Jungs frisch, völlig klar. Und sie haben sich hinten raus auch gut gewehrt. Insofern war das in Ordnung. Wir nehmen die Jungs so mit auf die Reise, dass es ihre Kabine ist, dass es ihr Trainingslager ist, dass es ihr eben auch ein neuer Verein ist, ihr KSC werden soll. Und so gestalten wir die ganzen Tage hier, aber jetzt auch vorher schon zu Hause in Karlsruhe. Umso geiler einfach, wenn ich jetzt hier um den Platz rumlaufe und viele bekannte Gesichter sehe, im Hotel, auch auf dem Trainingsplatz, uns viele Leute hier anreisen und begleiten und sich auch heute Abend mit Sicherheit freuen, wenn wir ein Bier zusammen trinken können, ist doch logisch. Und so wächst einfach auch die Mannschaft dann mit den Fans zusammen. Die Zeit wollen wir uns nehmen, die Zeit wollen wir uns auch gerne nehmen und können heute Abend auch, denke ich, ein bisschen was länger sitzen bleiben und uns austauschen. Karlsruher SC gegen Eintracht Braunschweig. Der letzte Härtetest. Ich bin zurück. Ich hoffe, ihr auch. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.